Chef, Chef, alles ist teurer geworden. Ich brauche unbedingt eine Gehaltserhöhung. Ich da leiste mir mein Leben nicht. Das hören garantiert momentan viele, viele Arbeitgeber aus Österreich. Und ja, es ist alles teurer geworden, auch für die Arbeitgeber. Aber es ist, denke ich, ein richtig schlechtes Argument, um in eine Lohnverhandlung reinzugehen. Kleines Rechenbeispiel, wenn du sagst, du bekommst 2000 Euro netto, möchtest gerne 2200 Euro netto, heißt, du möchtest gerne 200 Euro netto pro Monat mehr, dann bedeutet das nach Adam Riese, dass das Unternehmen am unterm Strich aufs ganze Jahr dann kalkuliert gesehen, inklusive 13., 14. Urlaub, Krankenstand und so weiter, 600 Euro brutto monatlich für den Arbeitgeber mehr kostet pro Person. Und 600 Euro ist einfach ein Holzgeld und das muss einfach auch gerechtfertigt sein und das muss auch ja, verdient werden. Und wie gesagt, das schlechteste Argument ist reinzugehen und sagen, alles ist teurer geworden. Weil, wie gesagt, es ist alles teurer geworden, aber auch fürs Unternehmen. Viel besser ist, wenn du da reingehst und dir vorher Gedanken machst, was für einen Mehrwert du dem Unternehmen bietest. Ob du jetzt zum Beispiel auch in der Zeit, wo du schon dort bist, mehr Aufgaben übernommen hast, ob du regelmäßig mehr arbeitest, ob du regelmäßig Troubleshooter bist, Problemlöser, Sachen einfach machst, die zum Beispiel auch zu Beginn gar nicht auf deiner Description stand, wo du angefangen hast. Geh mit den Argumenten rein, dann klappt es garantiert auch mit der Gehaltserhöhung, aber geh ja nicht rein mit alles ist teurer geworden, der Schuss könnte nämlich auch nach hinten losgehen. Gut, viel Erfolg bei der Gehaltsverhandlung, lass mir wissen, wie es ausgegangen ist.